Jeiladler, die Hautärztin, ist heute Morgen bei uns und wir machen eine kleine Teezeremonie auf unsere Art, weil nämlich Jeiladler in Japan war und festgestellt hat, eigentlich kann man ganz genau erkennen, wenn ich das richtig rausgelesen habe aus deinem, was du gesagt hast, man erkennt, warum die so alt werden, warum die so viel länger gesund sind als wir Europäer, weil sie nämlich ein paar Dinge wirklich gravierend anders machen. Und darüber wollen wir sprechen, über diese vier Säulen des langen Lebens. Das geht um Körperpflege, Ernährung, mentale Gesundheit und Hautschutz. Und über diese vier Dinge wollen wir jetzt sprechen mit dir. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Genau, ich bin im Urlaub gewesen und als Touristin schon ist mir ins Auge gesprungen, warum die Menschen dort deutlich länger leben als der Rest der Welt und auch gesünder sind. Und das in allen Lebensphasen offensichtlich, statistisch gesehen. Natürlich sind sie auch bedroht durch den westlichen Lebensstil, der dort auch überhand nimmt. Und auch Übergewicht fängt an, dort ein Thema zu sein. Aber sie sind noch gesünder also als wir. Also was ist erstmal sofort zu erkennen? Du hast heute Morgen schon gesagt, die Menschen sind... Sie sind schlank. Also sie sind überwiegend schlank, haben kein Übergewicht. Sie gehen viel, sie bewegen sich also. Und sie achten auch übrigens auf Sonne, dass sie nicht zu braun werden. Also ich habe Leute gesehen, die beim Tennis ihr Gesicht wirklich geschützt haben mit so einem Tuch. Lange Ärmel, lange Hosen, obwohl es sehr heiß war. Jetzt gucken wir mal, was können wir von deren Lebensstil tatsächlich auf unsere deutsche Variante, auf unsere europäische Variante übertragen, um eben auch lange gesund zu sein und womöglich 100 Jahre alt zu werden. Lass uns aus dem Thema Ernährung, aus dieser Säule mal besprechen. Ich habe bei dir gesehen, es gibt eigentlich was, was man erstmal so ein bisschen als eklig ansehen würde. Natto, was ist das? Ja, Natto, das ist, sind fermentierte Sojabohnen und man nennt es auch Gemüsekäse. Die ziehen Fäden. Da ist Bacillus subtilis, ein Bakterium, was das fermentiert hat. Fermentieren. Also hier sehen wir jetzt erstmal Fisch und Sushi, so weiter. Genau. Das ist auch, und da haben wir jetzt genau diese fermentierten Sojabohnen. Natto, und da ist auch ein Enzym drin, was dann freigesetzt wird. Nattokinase, das macht eine Blutverdünnung, schützt also das Herz-Kreislauf-System. Außerdem sind da Isoflavone drin. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die auch helfen, gesünder zu leben, auch Frauen vielleicht auch vor Brustkrebs mehr zu schützen. Natürlich sind da Proteine, Vitamine, Mineralien drin und vor allem diese Bakterien. Das ist super für die Darmflora und wir wissen ja, dass eine Darmflora, die stark und vielfältig ist, den ganzen Körper beschützt. Und deswegen ist Natto so ein lebensgesundes Produkt, genauso aber auch andere fermentierte Gemüse. Und die Japaner essen dreimal am Tag fermentiertes Gemüse, also viel Pflanzenkost. Das ist nicht nur Soja, das ist zum Beispiel auch Kimchi, das kennt man auch aus Korea. Sauer eingelegter Kohl. Ja, scharf in Salzlake und dann hat man diese Milchsäurebakterien, die sich vermehren, aber auch viele andere Gemüse. Und das sieht dann auch so aus, dass wir das als Europäer gar nicht erkennen, was ist das eigentlich für ein Lebensmittel. Und das ist halt einfach überall also da. Würde in Deutschland reichen, wenn man zum Beispiel ein, zwei Mal am Tag tatsächlich ein bisschen Sauerkraut zum Essen dazu Die deutsche nimmt? Variante ist das unpasteurisierte Sauerkraut, also nicht das aus dem Glas, was dann erhitzt ist, da ist alles tot, aber dieses von der frischen Theke oder wenn man das selber auch im Einwegglas macht, das kann man in Salzlake einlegen, das ist super gesund und davon jeden Tag eine Portion oder auch effektive Mikroorganismen, das trinken die langlebigen Menschen auf Okinawa, das ist eine Insel im Süden Japans, 33 Bakterien und Hefen, die gemeinsam fermentiert haben und da trinkt man jeden Tag so ein kleines Schnäpschen quasi von, es ist ohne Alkohol, schmeckt so ein bisschen nach Essig und das kann man sich auch hier im Internet bestellen. Es ist super gesunde Darmpflege und damit Ganzkörperpflege. Matcha-Pulver ist auch noch mal anders und wichtiger Grüntee. Als Grüntee. Warum? Grüntee wird den ganzen Tag getrunken, das ist super gesund. Das baut auch übrigens Stress ab, das, der Cortisolspiegel sinkt, das ist sehr gut fürs Herz-Kreislauf-System, für die Verjüngung. Und Grüntee gibt es verschiedene Varianten. Kann den heiß und kalt trinken, dort wirklich den ganzen Tag und ohne Zucker trinken die auch. Die trinken halt auch keine süßen Limonaden. Und Matcha-Pulvertee ist natürlich die teurere Variante, das sind die Grünteeblätter gemahlen. Und da ist eben neben Chlorophyll, was super ist für unser straffes Kollagen, auch Epigallocatechingalat drin. Das ist ein schwieriges Wort, aber das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der auch unsere Fette und Antidiabetes und Antikrebs und für Verjüngung wirkt. So, dann lass uns noch die anderen Säulen draufschauen, und zwar Haut. Also die haben natürlich eine andere Haut, eine hellere Haut. Was machen die, um die Haut gesund zu halten? Also sie schützen sich vor der Sonne und dadurch sieht man sehr lange, sehr jung aus. Und sie füttern die Haut ja auch mit Eiweiß. Wir brauchen viel Eiweiß und das gibt es eben durch Fisch und Meeresfrüchte und durch Soja. Und sie gucken auf Hygiene, also das Körpergefühl und Empfinden ist gut. Man zieht zum Beispiel die Schuhe aus, wenn man ins Haus geht, weil die Schuhe sind dreckig. Man hat eine Po-Dusche, wenn man auf dem Klo war, dann wird der Po schön sauber gespült danach. Ohne Seife, einfach nur mit der Kraft des Wassers. Man wäscht sich die Hände und das hat auch was mit den Ritualen rund um den Buddhismus
wenn man in den Tempel geht, und den Shintoismus zu tun. Und auch ja, im Grunde, dass man den Körper auch in die Natur begibt. Und eine weitere Säule, da hast du jetzt gerade die Körperpflege schon angesprochen, ist ja mentale Gesundheit. Wir wissen das alle, dass man meditieren kann und Yoga machen kann. Aber wie könnte man das in unser normales Leben integrieren? Also im Zen-Buddhismus wird tatsächlich meditiert. Das ist, das ist ja so eine Art von Selbst, sagen wir, Achtsamkeit, was man auch in unseren Alltag integrieren soll. Und die ganze Anti-Aging-Medizin empfiehlt nicht nur Fasten und Gemüse, sondern sagen, Meditation ist wirklich ein Gesundheitsfaktor. Und das kann sein, dass du Waldbaden machst, dass du also in die Natur gehst und mit allen Sinnen aufnimmst, aber auch, dass du einfach in dich gehst und Stress und schlechte Gedanken loslässt. Das sagen einem auch dort diese buddhistischen Mönche, wenn man das mit denen zusammen macht. Das habe ich auch ausprobiert. Das heißt, in Japan geht man viel zu Fuß. Du hast es gerade schon gesagt. Ist das schon alleine im Prinzip sowas, was für die mentale Gesundheit von Förder? Ja, das schon auch. Aber es ist auch die Lebenshaltung, dass man auch versucht, das Leben nützlich zu verbringen, dass man sinnstiftend leben möchte. Das zum Beispiel habe ich gesehen, auch alte Menschen noch arbeiten. Da würde man hier sagen, oh, die Armen, die sind noch nicht in Rente. Dort hatte man auch im Gespräch den Eindruck, sie machen das gerne, weil sie wollen etwas beitragen. Sie sind damit aktiv, sie bleiben kognitiv fit. Und alte Menschen sind nicht so, dass man sie wegschiebt und sagt, die sind jetzt fertig, sondern sie sind Teil der Gesellschaft, Teil der Familie, im Freundeskreis. Also man ist irgendwie so ein bisschen mehr in der Gruppe. Und das tut Menschen sehr gut und das ist auch ein Langlebigkeitsfaktor. Gebraucht zu werden ist, glaube ich, wirklich etwas, was den Menschen gut tut. Und Wertschätzung zu bekommen, die bekommt man eben im Privaten, aber die bekommt man auch über den Job. Und wenn man das auch alten Menschen noch ermöglicht und das vielleicht selber auch als was Positives sieht, dass man noch etwas zu tun hat im Alter, dann ist es tatsächlich fürs Aging, fürs gute Altern vorteilhaft. Und wichtig ist noch, dass man aufsteht, wenn man nicht ganz satt ist vom Essen. Also man isst langsam und ausgiebig mit vielen kleinen Gemüseschüsseln, wenig Reis, aber so 80% gesättigt. Also noch ein bisschen Hunger. Das ist auch ein Langlebigkeitsfaktor. Und wie wir beiden das hier so machen, mit kleinen Tassen Tee immer wieder nachschenken, um sich zu zeigen, ich möchte mit dir Zeit verbringen und mir die Ruhe nehmen, in kleinen Schlucken zu genießen. Also wenn man schon einfach aus dem Gespräch mitnimmt, dass man sich nicht immer überfrisst. Ja, und den Wahn so richtig vorlaut und geht es einem ja wirklich schlecht, dann haben wir schon alle was erreicht. Und Zucker reduziert, deren Dessert mit Bohnenpaste sind auch gar nicht so richtig süß. Gewöhnungsbedürftig, aber gesünder. Gut, jetzt wissen wir es. Jeder kann es machen, wie er es möchte. Aber wir haben es zumindest erfahren. Danke, Jai. Ich danke dir. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt, noch am allerbesten, links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.